Zap, moin Leute, Vanori am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit King Matze im AMX 13F3, 9.22 by the way. Wir sind immer noch dran, ich habe momentan einiges zu tun, wie man vielleicht gemerkt hat, mit dem Anfang und dem direkten Ende von Replays instant wieder. Also es läuft alles momentan ziemlich drunter und drüber. Nichtsdestotrotz, RT Replay auf Malinovka. Dürfte relativ interessant sein. Das ist eines der guten Arti-Stücke, wenn man das denn so bezeichnen möchte. Kommt auch davon, ob man selber fährt oder entsprechend nicht. Aber nichtsdestotrotz, in meinen Augen, schnell unterwegs, kurz gut Kanone, läuft bei dem kleinen Ding hier. Und er hat auch genug Zeit mit der Geschwindigkeit, die er entsprechend drauf hat, hier auch ordentlich sich in eine Position zu bringen, von wo aus er auf jemanden schießen kann. Und das hier ist eine sehr, sehr beliebte Position auf dieser Karte. Klassischerweise steht hier ein Gegner und klassischerweise sollte man auch entsprechend auf ihn drauf schießen. Plupp. Da fliegt er. Mal gucken, ob er trifft. Das war unglücklich. Das war sehr, sehr unglücklich. Ich persönlich bewege mich mit der Arti mittlerweile immer nach jedem Schuss. So gut es eben geht. Bird the Avenger. Gucken wir doch mal, ob wir vielleicht auf den einen Schuss drauf kriegen. Die Nachladezeit ist immer noch, also ist relativ lang. Er schießt trotzdem genau auf den Punkt und genau deswegen sollte man sich entsprechend bewegen. Wenn man in einer Art ist und schießt, beziehungsweise offen gewesen ist, das ist auf jeden Fall keine gute Idee, stehen zu bleiben an der Stelle, wo man am Anfang gewesen ist. In meinen Augen ist es, glaube ich, im neueren Patch-Zustand so etwas einfacher, Artis zu snipern. Weil die eigenen Panzer am Boden können sehen, von wo aus die Schüsse ungefähr gekommen sind. Man selber kann halt in die Richtung gucken und durch die lieben Tracer kann man das dann auch entsprechend ein bisschen nachvollziehen. Ne? Kann man immer wieder machen. Man kann man machen, muss man nicht. Interessanterweise versucht der T25 hier durchzubrechen. Wenig Gegenwehr gegen diesen Medium-Panzer, gegen diesen 5er Medium-Panzer, der hier durchkommt. Und das ist natürlich nicht gut für King Matze, dem jetzt langsam aber sicher so ein bisschen die Pumpe gehen dürfte. Wegen den fehlenden Verbündeten, die hier irgendwas machen. Aber der PZ-T25 ist ja mittlerweile zum Glück schon raus. Da war, glaube ich, ein Blindschuss von dem Skoda aus dem eigenen Team, was eine ganz gute Sache ist. Aber da ist immer noch der T43, der irgendwo ist. Aber naja, solange man nichts sieht an der Stelle, ne, kann man auch mal auf irgendwen anders drauf schießen. T34. Ein bisschen Splash-Damage. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Persönlich würde ich mich eventuell sogar auf den UI Experimental konzentrieren, weil er so eine Derp Gun hat, wie ein KV-2 beispielsweise, aber auch eine sehr, sehr starke Panzerung und vor allen Dingen für die etwas niedrigstufigeren Panzer oder auch teilweise auch gleichstufige Panzer hat der schon, also hat man, dann wird man da schon leichte Schwierigkeiten haben. Da ist in meinen Augen ein KV-1S trotz schnellerer Feuerrate nicht ganz so schlimm im Vergleich. Einfach weil es schon so lange im Spiel ist und man einfach weiß, wo man da hinschießen. Ja. Also meine Priorität wäre auf jeden Fall auf dem UI Experimental bzw. auf den UI. Aber solange er sie nicht sehen kann, ist ja eigentlich alles okay. Muss ich hier immer wieder drehen? Vielleicht sollte er sein gesamtes Chassis einmal drehen. Richtig schön zum Gegner hin, damit man da auch entsprechend was geschissen kriegt. T34 raus, eine Kanone weniger, ist schon mal eine ganz gute Sache. KV-1S mit niedrigen Lebenspunkten schon mal das nächste Ziel. Sehr, sehr gut, wird rausgefokust, wunderbare Sache. Das hat der T34, UI Experimental, dürfte noch ein bisschen brauchen, bis er da irgendwo ankommt. Und ja, dann nimmt doch tatsächlich jemand den Comet raus. Und zwar T34 85M. Der hier nochmal gut auf die Fresse kriegt. Oder habe ich mich da gerade vertan? Ich weiß es nicht genau. T34
T34, auch einen auf den Deckel gekriegt, schönes Ding. Und jetzt langsam muss er gucken, dass er sich vielleicht ein bisschen was von hier wegbewegen bekommt. Die Lev-Arti nimmt auch mittlerweile schon die Beine in die Hand. Für sie könnte es zu spät sein. Aber wenn man darüber nachdenkt, Ui Experimental, viel zu langsam, um überhaupt irgendwie effektiv dabei zu sein. Eigentlich müsste das eigene, also das gegnerische Team quasi, sich auf die Geschwindigkeit vom Experimental einstellen und sich so ein bisschen zurückhalten, bis entsprechend da die Unterstützung da ist, was sie anscheinend auch so ein Stück weit gemacht haben. Der 3485M scheint wirklich straight up für die Arti zu gehen. Wird allerdings vom Skoda, nee, vom Jagdpanther da aufgehalten in Kombination mit dem Skoda. Und OI Experimental in die Seite rein. Dürfte eine gute Möglichkeit sein, hier nochmal Schaden zu machen. Und boah, da hat er diesmal sogar Glück gehabt, dass er ein bisschen Ungenauigkeit hatte mit der Arti. Ich glaube, sonst hätte der UI Experimental vielleicht Schwein gehabt. UI bleibt. Jagdpanther aus dem Gegnerteam, der noch nicht offen gewesen ist. Und die gegnerische Arti, die ebenfalls noch nicht offen ist. Wer weiß, wo die sind. Ja, im allzu magischen Wald, würde ich mal sagen. Das könnte klappen. Ja, schönes Ding. Das Haus hat da zum Glück nicht gestört. Und der Jagdpanther nimmt den Skoda raus, geht dabei aber auf. Wir wissen also schon mal, wo er ist. Das ist eine ganz, ganz gute Sache. Und dass der T1 Heavy hier und der KV1 da nicht stürmen. Ich guck mal ganz kurz. Doch, mittlerweile, jetzt fahren sie nach vorne, gedeckt von dem Haus. Können sie hier hoffentlich nochmal einen guten Schuss ansetzen. Ja, und der Jagdpanther kriegt den nächsten raus, entsprechend. Splash, ja, aber auf 44 Lebenspunkte stehen gelassen. Und die Lev-Arti schießt zwar sehr, sehr schnell und könnte es jetzt auch hinkriegen, den UI entsprechend rauszunehmen, aber sie macht nur sehr, sehr wenig Schaden. Was natürlich einerseits schade ist, andererseits aber eventuell jetzt den UI rausnehmen könnte oder auch nicht. Da verschwenden wir nochmal ein Schüsschen. Damit waren es nur noch zwei. Aber der Jagdpanther ist fleißig dabei mit mittlerweile 4 Kills. Räumt er hier ordentlich auf. Muss man Props geben für den gerichteten Jagdpanther. Der eigene Jagdpanther auch nicht schlecht dabei mittlerweile auf 2 Kills. Aber eher etwas stationär. Im Gegensatz zum gegnerischen Jagdpanther, der jetzt wahrscheinlich in eine vorteilhafte Position sich verkrochen hat, um auf den teameigenen Jagdpanther zu warten. Ich weiß, es ist eine ganze Menge Jagdpanther-Jagdpanther-Gedöns, ne? Aber so ist das nun mal. Wenn man am Ende noch zweimal denselben Panzer im jeweiligen Team hat. Beziehungsweise einmal im jeweiligen Team. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Interessantes in meinen Augen. King Matze hat sich alle Hosen angezogen. Erste King jetzt im Haus, wie es aussieht. Dem eigenen Jagdpanther kann man, glaube ich, nicht mehr einen Steinwurf weit trauen. Der wird einfach sitzen bleiben. Oh ne, er bewegt sich auch. Interessant. Und... Der Jagdpanther, der gegnerische. Pass auf, der hat eine relativ schnelle Feuerrate. Kriegt es dahin, ihn sogar ein bisschen zu stunnen. Und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's super interessant. Da ist die gegnerische Artillerie. Oh, Jagdpanzer schießt in der Fahrt. Das ist natürlich weniger toll für... Ohohohoho, das ist ein gefährliches Spiel, was er hier spielt. Und er verfehlt. Die gegnerische Arti, ja, aber er selber verfehlt. Und jetzt muss er eigentlich, ja, abdrücken schon mal. Und jetzt kann er hier den Rückwärtsgang reinlegen. Ich denke ich mal, jawoll. Jawoll, und er säuft nicht mal ab.
Oder? Schwierig. Ne? Er säuft nicht ab. Und die ATV fehlt. Und damit ist es GG. Outplayed. Jagdpanzer wurde auseinandergepflückt. Von zwei Arti-Spielern. Oh, schön. Gut mitgedacht, gut mitgemacht von der Lev-Arti auch. Und Halleluja, das waren echt Stahlhosen, die sich King Manze hier angezogen hat. Saugeil, da am Ende noch in Kooperation den Jagdpanther rauszunehmen. Das war eine heftige Sache. Schauen wir uns mal passend dazu die Endsets an. Am Ende nur die erste Klasse in Anführungsstrichen, also dafür hätte er das Panzerass, denke ich mal, schon verdienen können. Ne? Über 2000 Schadenspunkte, 4 Kills, über 1000 Standarderfahrung. Top im Team, sowohl Schaden als auch erfahrungstechnisch. Jagdpanther hat gut Schaden mitgemacht und 3 Kills sich immerhin geholt. Saß allerdings, glaube ich, die meiste Zeit eher an einem Ort. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Habe ich nicht so drauf geachtet. Ich möchte auch hier keinem irgendwas vorwerfen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das, was ich sage, auch richtig ist. Aber Premium-Account über 30.000 Silber plus gemacht. Daily Double auch über 3.000 Erfahrungspunkte insgesamt. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Nicht vergessen, ihr könnt mir auch Replays zuschicken. Links entsprechend in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim Silberzocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.